hallo Herr Pinzel. Ist das das Auftaktkonzert jetzt sozusagen ein Vorblick auf Jazz in Town oder ist das Ihr Beitrag zum Köpenicker Sommer heute? Egal, was immer wir machen, auf der kleinen Bühne im Keller oder hier draußen auf dem Hof, es ist immer ein Vorgeschmack auf den Höhepunkt, den wir ja nunmehr zum 16. Mal gestalten, nämlich das Köpenicker Blues und Jazz Festival. Aber es ist heute tatsächlich auch ein Beitrag zum Köpenicker Sommer, zu all dem Trubel, der um das Rathaus herum stattfindet. Ein bisschen was Swingiges und Jazziges. Wer ist das? Sie wissen das sicher besser als ich. Sydney's Blues und das Harald John von Abstein Trio, was wir im Moment gerade hören. Also Boogie und Woogie. Und der Swing konzentriert sich hier auf die kreolische Musik, also die Wurzeln ganz in Frankreich bei Sidney Bechet und hervorragend vorgetragen durch Jürgen Stephan und durch sein Saxophon. Also da ist unser Beitrag zum Köpenicker Sommer ein ganz besonders großer, denn die Gäste sind ja herzlich willkommen ohne Eintritt. Damit ist dann aber auch genug, denn am 1. Juli, wenn das Jazzfestival startet und die Weltstars hierher kommen, da muss man sich schon Karten kaufen, möglichst bald. Es gibt für alle Konzerte noch Karten, also das ist erstmal richtig. Wir haben ja dort, wo besonders große Nachfrage besteht, wie bei Manfred Krug, Curtis Tigers, der Mississippi Blues Night, den Masters of Boogie Woogie, von vornherein Doppelkonzerte angesetzt, weil alljährlich die Nachfrage riesengroß ist. Insofern verteilt sich das relativ gut. Wo es schon sehr knapp wird, ist natürlich wieder bei Manfred Krug. Route 8.0, das besondere Programm zum 80. Geburtstag von Ruth Hohmann am 19. August, ist kurz vor dem Ausverkauf. Also wer da zugreifen will, muss sich ganz sehr beeilen. Deshalb ist es jetzt auch schwierig, Sie zu fragen, was ist für Sie ein Highlight in diesem Jahr? Ich habe durchaus persönliche Highlights. Bei so einem vielfältigen Festival kann man einfach nicht alles selber mögen. Oder sehr mögen, wo ich sage, okay, Dixieland ist nicht wirklich meine Vorliebe, aber die Konzerte mit Klaus Doldinger sind meine persönlichen Höhepunkte alljährlich. Ich bin sehr stolz, dass Klaus Doldingers einzigstes Berlin-Konzert im Rahmen seiner Jubiläumstour 75 Jahre Klaus Doldinger und 40 Jahre Passport hier bei uns in Berlin stattfindet, also in Köpenick. Das ist der Beitrag im Rahmen dieser Jubiläumstour für Berlin. Deshalb zwei Konzerte auch mit Klaus Doldinger. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Der war aber schon mal da. Ich kann mich erinnern, den habe ich schon selber erlebt, vor 2, 3 Jahren. Man könnte eigentlich fragen, wer war noch nicht da? Das ist das Besondere bei diesem Festival. Waren einmal Künstler bei uns, wir werden sie einfach nicht mehr los. Um das mal ein bisschen spaßig zu formulieren, es scheint auf beiden Seiten, auf Seiten des Publikums und auf Seiten der Künstler, irgendetwas hier in Köpenick existieren, was sie nicht wieder loslassen lässt. Ich weiß auch aus ganz sicherer Quelle, dass viele jedes Jahr zum Klaus-Doldinger-Konzert kommen. Erstens zum Beispiel bei Klaus-Doldinger ist nie ein Konzert eins wie das andere. Es ist immer ein Unikat, ein künstlerisches, einzigartiges Werk, was auf der Bühne entsteht. Klaus Doldinger hat keine Setliste. Es gibt keine Vorgabe, wann welcher Titel gespielt wird und ob er überhaupt gespielt wird. Und insofern lohnt es sich wirklich auch jedes Jahr, sich einmal Klaus Doldinger zu gönnen. Und zumal er jedes Jahr auch mindestens eine neue CD mitbringt. Und so ist es mit vielen anderen Künstlern. Manfred Krug kommt ja seit über einem Jahrzehnt gern zu uns. Gitte Henning, Joy Flaming und so weiter und so weiter. Und Tommy Emanuel, der ist auch relativ neu, der Gitarrist. Er ist nun schon seit 5 Jahren in Deutschland auch etabliert. Ist ja schon immer ein Weltstar, auch vorher gewesen. In Deutschland war er lange Zeit ein Geheimtipp. Wir haben ihn erstmalig hier in Berlin präsentieren können auf einer großen Bühne. Vor 5 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Seitdem war er 3-mal bei uns. Bin ganz stolz, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat. Die Gänsehaut ist vorprogrammiert und garantiert. Tommy Manuel ist ein Superstar. Was ich auch besonders gut finde, dass Ruth Hohmann ihren 80. hier auf der Bühne feiert mit ihrem Jazzkollegium und natürlich mit ihrem Publikum. Wie bereiten Sie ihr jetzt vielleicht einen besonderen Höhepunkt zu ihrem 80.? Na, wer vielleicht den 75. live hier erlebt hat, der kann sich vorstellen, dass wir alle Register ziehen werden. Von multimedialen Rückblicken bis hin, dass Ruth Hohmann in einer schwarzen Limousine auf den Hof gefahren wird und ich sie persönlich auf die Bühne bringen werde.
Also wir werden ihr uns, den Besuchern, an diesem Tag ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gestalten. Und ich bin sicher, der Blumenstrauß zum Schluss wird durch die Mitarbeiter von dem Ratskeller-Team aus 80 einzelnen Rosen bestehen. Ich habe gelesen, neu ist für mich, da ich sonst auch sehr viele kenne, Sex Men and the Divas. Was ist das? Sex Men and the Divas hat nichts mit Sex zu tun, sondern mit dem Saxophon. Und es ist eigentlich nicht wirklich etwas Neues, denn dahinter verbirgt sich der Saxophonist Gary Wiggins, der ja in verschiedenen Konstellationen des Soulful Tenors, hieß das Programm in den letzten Jahren, schon immer wieder Gast bei uns war und die schwarzamerikanische Musikerszene Berlins auf dieser Bühne vereint. Hinter den Divas verbergen sich zum Beispiel Ingrid Arthur, die auch gelegentlich bei den Weather Girls mal aufgetreten ist, oder in verschiedenen Gospelchors, Donna Brown und Doree Lyles. Das sind also alles schwarzamerikanische Sängerinnen, die entweder bei den Golden Gospel Pearls oder den Golden Gospel Singers als Solistinnen dabei sind und dann im Sommer für solche Jazzkonzerte zur Verfügung steht. Es wird eine schwarzamerikanische Soul- und Blues-Revue der Superklasse. Und Sie beschließen den Reigen des Jazz in Town Festivals sozusagen? Ja klar, das ist nochmal ein richtiger farbiger Höhepunkt und da ist also Partystimmung garantiert. Ich kann Ihnen nur toi toi wünschen, vom Wetter her vor allem, ja, das ist ja manchmal das Problem, dass es anfängt zu regnen. Bleiben Sie dabei mit dem, wenn es regnet, dass jeder Gast ein Kümmerling kriegt? Ja, Sie sind ja süß, was soll ich jetzt sagen? Natürlich. Nein, es ist ein altes Versprechen vom ersten Festival. Dieser Tradition sind wir nunmehr 16 Jahre treu geblieben, werden das auch jetzt zum 16. so tun. Ich hoffe, dass es nicht wieder 7000 Fläschchen werden, wie vor einigen Jahren, da hatten wir so einen Rekord gehabt. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir immer wieder auf ein Publikum treffen, das, egal was da von oben runterkommt, sich die Laune nicht verderben lässt. Wir haben bei strömendem Regen hier wunderschöne Jazzfeste gefeiert und die Gäste sind sehr einfallsreich mit Folien, Planen und Tüten und weiß der Kuckuck. Und wenn es richtig dolle regnet, spendieren wir auch jedem Gast einen Notponcho. Das ist auch Tradition. Herr Pinzel, ich wünsche Ihnen wirklich, habe ich schon gesagt, für die gesamte Zeit alles Gute. Und eins muss ich sagen, Sie haben sich eigentlich, vielleicht kommt das noch fürs Lebenswerk, Sie haben sich so eine Bronzefigur wie draußen der Hauptmann am Eingang verdient. Das wird irgendwann kommen, bin ich überzeugt. Ach, wir lassen es mal dabei, dass das Köpenicker Blues- und Jazzfestival ein erfolgreiches und vielleicht das schönste Berliner Sommer-Jazz-Event ist. Und ich bleibe dann immer ganz im Hintergrund, denn auf der Bühne stehen die Stars. Ja. Gut, vielen Dank und alles Gute. Danke.